So, einen wunderschönen Willkommen mal wieder zu Back to the Tone X2. Also quasi Episode 2. Ja, ich hoffe mal, die bitte Aufnahme wird alles klappen. Also abgesehen von der Kamera, ne? Kamera ist ja sowieso, ist ja früh am Morgen. Ich habe mich auch gar nicht schick gemacht, hält mir gerade auf. Oh, Frisur, ich sag mal so, Perücke sitzt. Ja, wie man schon sieht, Rechner ist ein bisschen ausgelastet. Ich hoffe mal, das klappt so, weil ich bin gerade im Hintergrund dabei, Dinge zu tun. Ja. Aber das sollte uns nicht so weit stören. Wir steigen einfach mal ein. Genau. So. Passt. Hoffentlich. Okay. Back to the Tone X2. Lol. Vor allem, wir sind mittlerweile bei Back to the Tone X2 und bei Extermination. Was rede ich da gerade? Doom Eternal. Ungefähr gleich auf. Das heißt, so. Wir haben wieder eingeholt, was wir verloren haben. Okay. Lord the Game. Übrigens, was mir aufgefallen ist, was ganz geil ist, das war mir früher überhaupt nicht aufgefallen. Mittlerweile ist bei Mindtest, bei GZ Doom, bei ja, verschiedener Optionen, gibt es Sprache. Wir können also jetzt hier auf Deutsch gehen. Lol. Ja, ich weiß nicht. Also, klar, Deutsch ist natürlich Deutsch, ne? Von daher besser. Die Sache ist aber, ich als eingefleischter Gamer und viele Spiele sind halt Englisch. Für mich fühlt sich ein deutsches Spiel irgendwie komisch an. Ich meine, ist schön, ja, aber gerade solche Sachen wie GZ Doom, ich habe es halt Englisch kennengelernt. Ich glaube mal, wenn wir jetzt hier auf Deutsch spielen und ich irgendwelche Einstellungen suche, dann sind wir jetzt hier noch mehr am Suchen, als weil ich im Englischen weiß, wonach ich suchen muss. Und im Deutschen, denn ja. Deswegen keine Ahnung, ob ich das so lasse oder ob wir wirklich zugunsten des Let's Plays und für meine Zuschauer das quasi auf Deutsch spielen. Ja, keine Ahnung. Ach, wir machen einfach. Wir machen einfach Englisch, weil ganz ehrlich, das Menü, was wir am meisten sehen, ist sowieso das Menü, das ist sowieso Englisch, also von daher easy. Okay. Ja, wir werden hier direkt. What the fuck? Oh, direkt hier attackiert. Ist ja nicht sehr nett. Oh, Alter. Ich dachte, die Doppel-Shotgun ist ein bisschen effektiver, Alter. Ups, was ist los? Ich muss noch dazu. Upsili. Ich muss noch dazu zugeben. War das jetzt gut oder schlecht? Neu laden. Ich muss noch dazugeben, ich habe sowohl Back to the Tone X als auch. Sowohl Doom for Doom als auch Brutal Doom seit 2 Wochen gar nicht mehr gespielt. Ich hoffe also, ich werde es total verkacken. Ja, das klappt ja voll viel besser. Ja, okay, komm. Ey, das ist immer, ich weiß nicht, dieses, wie heißt denn das? Berserker, das ist komplett useless. Wer nutzt denn so einen Dreck? Haben wir überhaupt noch gar nicht diese Gottliebe? Nein! Mann, Alter, wie war denn das? Holy moly, wie war denn das jetzt?
War doch C. Nein, wollen wir Upgrades? Upgrades. Ach, Ja, okay, das war natürlich. Nein. Doch, haben wir doch schon. Warum bekomme ich denn nichts? Oder? Die habe ich noch nicht. Doch, habe ich schon alles. Warum habe ich denn gerade keine Rüstung bekommen? Hä? Wollt ihr mich jetzt hier alle verarschen oder so? Allerweise müssten wir, wenn wir die Viecher umbringen, Rüstung bekommen. Tun wir aber nicht wirklich. Na egal. Okay. So, was ich sagen wollte. Genau, ich habe seit 2 Wochen, weil letzte Woche war ja diese Special-Aufnahme mit Server einrichten, wo die Resonanz übrigens ultra gut war. Holy fuck, ich hätte nie gedacht, dass die Videos so gut ankommen. Danke dafür. Ja, auf jeden Fall habe ich dementsprechend Doom. Habe ich Doom dementsprechend als Let's Play zum letzten Mal vor 2 Wochen gespielt und ja, zwischen der letzten Aufnahme und die jetzt habe ich privat ausschließlich Doom 64 gespielt, wo ja die Steuerung komplett anders ist. Ja, ich habe quasi Vanilla gespielt und wer Doom 64 jeweils gespielt hat, der weiß genau, da ist ein bisschen was anderes an physikalischen Gesetzen implementiert, so ein bisschen dahin. Ich habe keine Ahnung. Dementsprechend, ja, ich hoffe, ich komme hier einigermaßen klar. Das Ding erinnert mich immer wieder an Neon Genesis Evangelion. Müssen wir jetzt hin? Müssen wir da rauf oder was? Da ist überall Lava. Ich habe keinen Bock auf Lava zu laufen. Aber was soll's. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich komme hier einigermaßen klar. Geht sogar automatisch auf. Sehr schön. Was? Ich habe gerade schon wieder Kacke, die man gehört. Wo ist denn der? Hallo? Oh oh. Ne, ist hier Kacke, die man ist. Dieser Hell Knight. Oh Gott, der auch Alter, ey. Oh, deswegen hasse ich Lava. Man, immer kriegt man hier Schaden. Das ist doch Bullshit. Gut, dann müssen wir den hier erstmal direkt mit der Ballabum kaputt machen. Hä? Momentchen mal. Ich habe noch gar nichts ausgerüstet, aber ist der hier. Oh. Was brauchen wir? Die haben wir soweit aus. Genau. Tactical Scope haben wir. Das brauchen wir nicht wirklich, aber ganz ehrlich, wir haben 94.000 Credits oder Coins, keine Ahnung, wie man das nennt, also was das darstellen soll. Wahrscheinlich Coins, keine Ahnung. Können wir uns das auch mal leisten. Was jetzt aber gerade wichtiger ist, wäre das hier und zwar Lock-On. Bam. Ja. Jetzt kann man nämlich Gegner ins Visier nehmen. Noch irgendwas hier zum Beispiel, die können wir auch mal die beiden Dinger nutzen und die Piste, da haben wir alles, ne? Ne, haben wir nicht. So, dann sollten wir jetzt soweit erstmal alles haben, was wichtig ist. Speichern und dann immer gib ihm. Achso, halt erstmal ausrüsten. Jetzt. Genau. So, jetzt speichern und jetzt können wir nämlich den Typen schön ins Visier nehmen. Hallo? Oder auch nicht. Wäre auch so schön gewesen, wenn es einfach mal klappen würde. Hallo, was ist hier los? Ey, wow. Warum funktioniert dieses Lock-On nicht? Okay, weg ist er. Auch wenn ich echt gerne wüsste, warum dieses Lock-On nicht funktioniert. Ach, jetzt funktioniert's!
Jetzt funktioniert es wieder nicht. Was ist denn los? Was ist hier passiert? Warum geht das nicht? Alter, wie nah muss man denn dran stehen? Oder liegt es wirklich an Entfernung? Oh Mann, Alter. Boah. Ja, komm, hier, stirb halt. Also doch manuell. Dann hat er echt voll viel gebracht. Ich bin positiv überrascht. So, da hinten sind schon wieder solche Typen, die mich nicht mögen. Wow, also die Waffe hier schon stark. Wow. Wer denn? Ach mal, schau mal an. Mr. Hurensohn, die sieht der Hurensohn. Danke. Wow. Ich dachte, euch hätte ich bereits. Dann halt nicht. So. Teleporter? Ja. Natürlich Teleporter. Ach, jetzt bin ich oben drauf. Och nein. Lock on. Wo bist du? Nein. Jetzt bin ich jetzt Lava gefallen. Ich glaube das nicht. Ach, vielleicht mehrere. Oh nein. Alter, ich fall immer ins Lava. Mach doch mal anvisieren. Wow. Ja. Okay, der erste ist weg. Der zweite ist weg. War's das? I hope so. So, wir müssen jetzt... wohin denn jetzt eigentlich? Hier lang. Oder auch nicht. Hallo? Haben wir für einen Key bekommen oder so? Nee, ne? Hä? Ah! Gut. Dann wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Dann machen wir es jetzt also einmal richtig. Weil jetzt habe ich auch die verloren. Wo bin ich da? Wow. Alter, wie macht das denn hier so viel Schaden, ey? So, wo müssen wir jetzt hin? Da ist wieder Aufgang. Kann man hier nicht rauf oder bin ich blöd? Doch, man kann rauf. Sehr schön. Aber jetzt haben wir die Dinge aufgesammelt. Na egal. So. Gut, jetzt haben wir also das Ding hier. Wo müssen wir jetzt hin? Die Low-Karte haben wir. Wow. Das war ja voll daneben. Sollten wir vielleicht mal wieder ein bisschen mehr mit der Kettensäge arbeiten, und dann bekommen wir wieder diese Rüstung. Oh nein. Okay, glaube ich mit der Kettensäge. So, easy. Klappe zu, Affe tot hier. Arschloch. Okay. Diese. Okay, wir sollten echt mal wieder ein bisschen mehr BFG benutzen. Das ist ja schon die zweite, die hier rumliegt. Okay. Wow. Kalt auf. Ah, das geht. Sehr schön.
Drück dich selber auf, klar. Dankeschön. Sehr geil, das Ganze. Sehr, sehr geil, das Ganze. Okay. Wow! Ach du Scheiße. Easy. Oh, dann ist noch so ein Revenant. Okay, gibt's ein Suit. Ja, kaputt. Ah, Scheiße. Was ist denn jetzt schon wieder? Och nö. Alter. Arschloch. Wow. Ist er weg? Ja, Alter. Sehr schön. Alter, ich hasse dieses Lock-On. Warum funktioniert dieses Lock-On nicht? Das hat doch früher mal besser funktioniert. Oder haben die es jetzt irgendwie abgeändert? Weapon. Gibt's da noch mehr? Ja, gibt's nur eine. Ja. Ja. Er ist doch bescheuert. Ach Gott, ey. Na gut. Feuer. 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 Der liegt immer noch. Was ist denn da los? Hä? Oder waren das da mehrere gerade? Hm. Wow, also die hier ist schon fast leer. Jetzt kommen wir mal wieder zum... Ja, wow. Ach komm, leck mich halt. Ich hasse dich. Ach komm, lassen wir. Das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, was ist jetzt der Typ, der gerade hier... da hinten. Arschloch. Lern mal zielen, Wichser. Okay, jetzt müssen wir dahin, schätze ich mal. Doink, doink. Nein. What the fuck? Wo kommst du jetzt wieder her? Okay, Feierabend. Meine Fresse, sind ja gegen Ende mehr mit diesem Kakodemon. Okay, jetzt können wir uns auf die hier konzentrieren. Wo denn? Ach, schau mal nach. Aua. Das tut doch weh. Wow, das Ding war nice. Endlich mal was Sinnvolles. Okay. Lock-on funktioniert ja eh nicht. Warum auch immer. Oh, dann ist... Ach, der hat uns vorhin erwischt. Okay. Jawoll, geil. Aua, das tut doch weh. Na, wobei, wir tun eigentlich nicht, also jetzt nicht
weil es Auermacht, sondern weil das, was da entsteht, Auermacht. Okay, Revenant ist auch weg. Sehr schön. Ja. Gehen einfach mal in die Richtung hier weiter. Okay, wir sollen also die den Rocket Launcher auf jeden Fall öfters mal einsetzen. Hier liegt verdächtig viel Munition rum. Für eben jene Waffe. Wenn doch nur das Lockout funktionieren würde. Ja, mein Motto ist nicht fertig. Sehr schön. What? Leute. Ach, ihr schon wieder, ja? Na, kommt mal her. Kommt mal her. Kommt mal her. Kommt mal beide her hier. Antraben. Oh, wollte ich eigentlich jetzt gar nicht. Aber okay, ich nehme es auch mit Schmackes. Boah, gleich wieder so 50 Stück mit einmal. Da kommt noch einer oder was hier? Arschlöcher. So, was geht hier ab? Oh. Hier geht's nicht weiter. Oh nein, 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 genau, geh mal weg hier. So, wo jetzt hin? Ich schätze mal hier lang. Sehr schön. Jetzt hier hinbaut? Ah. Jawoll, sogar der Richtige. Sehr schön. Wo jetzt lang? Ach da. Diese ganzen Türen hier. Holy fuck! Holy fuck! Einfach, einfach. Oh, alter Scheiße. Oh, alter, der doch einer. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich. Was, wie, wo, was, 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 wieder? Holy shit, 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 holy shit. Ihr müsst alle sterben, sorry. Ach, das ist ein Exit. Lol. Ja, das war ja mal ansprechend. So, was bist du? Ach so. Nein. Das wäre jetzt dumm. Ja, das war jetzt dumm. Okay. So, dann heißt es mal wieder ein bisschen Munition aufsammeln. Das hier trifft natürlich ganz gut. Ja, hier kommen. Einfach mal durchrennen. Perfekt. Danke. Wow. Alter Schwede. Das war jetzt mal Ruckler. So, Rüstung, gibt's hier noch was, bisschen was mit Rüstung oder so? Nee, ne? So, hier sind wir. Nee, hier sind wir nicht voll. Ja, das war genau das, was ich brauche. So. Komm, alles sieht gut aus. Da würde ich mal sagen, ab ins Ziel. Haben wir uns redlich verdient. Hallo, danke. Bam. Oh, Plasma. Das ist aber sehr schön. Plasma, Plasma, Plasma. Plasma, Plasma. Ey, ich komme nicht drauf klar, dass dieser Anvisierkreis einfach wie ein Ei aussieht. Das ist doch nicht normal. Muss das so sein? Das sieht irgendwie total ja, abstrakt aus. Keine Ahnung. Gut. Auf jeden Fall wäre das denn was fürs nächste Mal. Von daher, bis dann. Tschüss.